Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Ja, es liegt nicht mehr allzu viel vor uns, um genau zu sein. Eigentlich fast gar nichts mehr. Wir haben nur noch zwei Galaxien zu durchsuchen. Und zwar, das ist immer noch die Sugar Switch. Und wir müssen noch Legend helfen. Tja, ihr wartet natürlich alle gespannt darauf, was ich mit Legend mache. Deswegen werden wir erstmal... wir sind noch ein bisschen skeptisch mit der ganzen Sache. Deswegen werden wir das nochmal kurz hier ein bisschen erforschen. Crick, der Gespenstplanet Crick und so weiter und so fort. Ja, ich besuche die... Ach nein. Nee, machen wir doch nicht. Nein, natürlich gehen wir jetzt Legend helfen. Jeder, der jetzt ausgeschaltet hat. Alle anderen, yay, ihr habt's richtig gemacht. Ich wollte euch nur ein bisschen veralbern. Ja, ich weiß jetzt, warum die Ladezeiten etwas länger geworden sind. Das liegt daran, dass die neue Kantenglättung mit dem neuen Grafiktreiber-Update mit aufgenommen wurde. Was so viel bedeutet wie, ja, die Kantenglättung sieht jetzt schöner aus und deswegen sind die Ladezeiten etwas verlängert. Zumindest kann ich es mir so erklären. Gut, Heretics Station oder Station, Legion helfen. Heretic Station. Sämtliche nützlichen Technologien auf dieser Raumstation, von den Quarianern als Haratar genannt, wurden von der fliehenden Migrantenflotte mitgenommen, als sie den Perseus-Nebel vor 300 Jahren verließ. Da die Station danach kaum noch mehr war als eine dahintreibende Metallhülle, wurde sie im Jahre 2050 CE von der Sternkarte entfernt. Scans deuten darauf hin, dass die Station in einem gewaltigen Kraftakt, der mindestens 10 Jahre gedauert haben muss, wieder aufgebaut und modernisiert wurde, was wiederum den Schluss zulässt, dass es schon vor dem berüchtigten Angriff auf Ian Prime Gas außerhalb des Nebels gegeben haben könnte. Es wäre kaum mehr als eine Treibstoffquelle nötig gewesen, um sich dort noch viel länger zu verstecken, ohne Aufmerksamkeit auf den öden Welten rund um Tassra oder bei den ahnungslosen Elkor im Salahil-System zu erregen. Auf der Heretic Station, oder Station, wie Legion sie nennt, befindet sich ein Datenkern der Geth, der mittels Signalbündelprojektion über gewaltige Entfernungen senden kann. Ungefähr 6,6 Millionen Kopien von Geth-Software sind auf der Station gespeichert. Der Großteil davon körperlos auf Servern, die nur im Bedarfsfall auf Plattformen mit Beinen heruntergeladen werden. Die Population der Station von Plattformen mit Beinen beträgt ungefähr 2,4 Millionen. Herrlich, also ungefähr haben wir jetzt 2,4 Millionen Gegner. Na, das wird ein Spaß. Das wird Freude bereiten. Ja, mit der neuen Kantenglättung sieht das Spiel natürlich auch gleich um einiges viel schöner aus. Nicht. Also mir ist sie nicht aufgefallen. Wenn sie euch aufgefallen ist, Halleluja. Ich habe es jetzt vergessen, in den Optionen auszuschalten. Falls ich das überhaupt kann. Ich weiß es nicht, muss ich mal nachgucken. Selbst wenn, hey, bisschen längere Ladezeiten. Shit happens. Ich meine, die Ladebildschirme haben euch gefallen. Mir gefallen sie auch immer noch. Und ich kann dabei ein bisschen mehr labbern. Ja, heute kommt mein neuer Game Controller. Ha, ich freue mich. Welcher das ist? Wenn ihr das wissen wollt, schreibt es mir in den Kommentaren. Dann werde ich euch den noch natürlich gerne zeigen. Beziehungsweise euch einen Link posten dafür. Legion müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und als zweiten nehmen wir Grunt mit. Ja, ich habe jetzt so richtig Lust, den gerade auf Grunt bekommen. Ach, herrlich, Leute. Naja, allzu lange wird diese Playlist auch nicht werden, habe ich das Gefühl. Aber egal, wir schaffen das schon. Hier warten wir noch, hier warten wir ja auch noch. Also, wollen wir sofort loslegen, oder? Na, natürlich. Es sieht aus wie so eine Maske, die man sich aufsetzen kann. Finde ich zumindest. Ihnen ist klar, dass nur unsere Wärmeabstrahlung abgeschirmt ist? Ein Blick aus dem Fenster und Sie sehen uns kommen. Fenster sind Strukturschwächen. Die Gäste benutzen das nicht. Nähern Sie sich der Hülle an diesen Koordinaten. Zugang erfolgt. Wir können weiter vordringen. Joker. Ah, Joker ist schon ein lustiges Kerlchen manchmal. Upsala. Muss man mich ein bisschen anders hinsetzen. Meine Decke nochmal vernünftig richten. Diese Einrichtung verfügt nur über wenig Luft oder Gravitation. Gas brauchen beides nicht. Ja, schön, dass abgehackt wieder mal rüber kam. Wird man uns nicht entdecken? Die haben doch sicher Alarmsysteme gegen Eindringlinge. Die Sensoren wurden reduziert. Wir haben ihr drahtloses Netzwerk infiltriert und die Datenspeicher mit Zufallsdaten gefüllt. Das bedeutet? Und das hilft uns jetzt weiter? Die Heretics müssen diesen Datenmüll bereinigen.
Dazu haben sie sich in lokale Netzwerke partitioniert, um parallel arbeiten zu können. Jeder Alarm ist auf diesen Raum beschränkt. Nur ein Zugriff auf den Systemkern würde überall auf der Station Alarm auslösen. Wir haben hier eine Aufgabe zu erledigen. Also los! Shepard Commander, wir kamen zu dem Schluss, dass die Zerstörung der Station die einzige Lösung des Problems mit den Heretics darstellte. Nun gibt es allerdings eine zweite Option. Warum? Ihr Virus lässt sich umstrukturieren und wenn wir es dann in das Netzwerk der Station leiten, werden die Heretics umgeschrieben und müssen unsere Wahrheit akzeptieren. Sie umlegen oder ihnen alle Zähne ziehen. Wo liegt da der Unterschied? Tot sind sie in jedem Fall. Wenn sie ihnen den Kampfgeist nehmen, was bleibt da noch übrig? Gute Frage, aber warum siehst du so cool aus in deiner Ausrüstung? Das sieht so... Oh mein Gott. Toll. Warum haben sie das nicht gesagt, bevor wir an Bord kamen? Wir wussten nicht, dass das Virus schon fertig ist. Es kann gegen die echten Gäste jederzeit eingesetzt werden. Wir sind genau zur richtigen Zeit gekommen. Na, was für ein komischer Zufall. Es sind Ihre Leute, Legion. Sie müssen doch eine Meinung haben. Es sind neue Daten. Wir haben noch keinen Konsens gefunden. Wir werden im Verlauf der Mission zu einem Schluss kommen. Tja, Leute, da das hier ja die zweite Playlist ist und wir sind zu etwas anderes entscheiden, sag ich nicht, umschreiben ist unethisch. Wobei ich das noch nicht mal so unethisch finde. Na, bist du nur Maschine. Wenn es um eine organische Spezies ginge, hätten wir ein ethisches Problem. Geth sind aber keine organischen Lebewesen, auf die man unsere Moralvorstellungen übertragen sollte. Das ist logisch. Einen Menschen zu schlagen ist also nicht okay. Aber sie zu schlagen schon? Wir würden keinen Schaden nehmen. Ihre Faust vielleicht schon. Keine zwei Spezies sind identisch. Jede muss nach ihren eigenen Verdiensten beurteilt werden. Jede Spezies so zu behandeln wie die eigene ist rassistisch. Eine Art gut gemeinter Anthropomo, hau mich Toto. Bei organischen Wesen kostet das Zeit und Mühe. Bei synthetischen Lebensformen muss man nur eine Datei aus umschreiben. Warum brichst du immer mitten im Satz ab, Legion? Das ist keine gute Eigenschaft. Das solltest du ganz schnell ablegen. Zumindest ist das meine Meinung. Wir könnten vorbeischleichen, aber das wäre langweilig. Die Unterbrechung von Datenströmen würde das lokale Netzwerk alarmieren. Wir empfehlen Präventivschläge gegen die Hardlink-Mutter. Okay. Feinde geortet. Ja, aber die schlafen doch noch. Aber wenn wir den Gästeverteiler angreifen, wachen sie auf. Die sind entdeckt worden. Nein, wie toll. Was für ein Wunder, dass wir jetzt entdeckt worden sind. Gibt's hier noch einen zweiten? Bereit für nächstes Ziel. Ich hab doch den ersten kaputt gemacht. Hallo? Ja, wo kommst du denn jetzt mit einmal her? Hm? Die Verteiler wurden mit Ressourcen gebaut, die für unsere Mission nützlich sein können. Warum sind die Heretics mit diesen Verteilern verbunden? Das sind mobile Plattformen. Hardware. Die Crew ist Software, die über den Zentralcomputer der Station miteinander kommuniziert. Das verstehe ich nicht ganz. Die Heretics sind mit dem Hauptcomputer verbunden, um Datenspeicher und Programmupdates auszutauschen. Wir werden komplexer, wenn wir uns zusammenschließen. Das verstehe. Auf einer einzigen Plattform isoliert zu sein, bedeutet Reduzierung. Wir sehen weniger, wir begreifen weniger und es ist ruhiger. Wenn Sie Daten austauschen, Erinnerungen, wie behalten Sie dann die Übersicht, welche Ihre eigenen sind? Wie bleiben Sie Sie? Es gibt nur wir. Wir wurden geschaffen, um untereinander Daten zu teilen. Der Unterschied zwischen einzelnen Geth liegt in der Perspektive. Wir sind viele Augen, die dieselben Dinge betrachten. Eine Plattform registriert etwas, was eine andere nicht sieht. Und so kommt es zu verschiedenen Beurteilungen des Eindrucks. Ich verstehe Ihre Unentschlossenheit, was die Heretics angeht. Was immer Sie mit ihnen machen, fügen Sie sich irgendwie auch selbst zu. Ja, sobald Sie zu uns zurückkehren und Ihren Speicher uploaden, teilen wir ihre Erfahrung, verändert zu werden. Ich könnte Schuldgefühle. Sobald Sie sich an die Erfahrung als Opfer erinnern, werden Sie die Entscheidung bereuen. Sobald die Entscheidung zum Umschreiben getroffen ist, kann sie nicht revidiert werden. Darum müssen wir alle Eventualitäten berücksichtigen, bevor wir unser Urteil fällen. Alles andere wäre verantwortungslos. Gehen wir weiter. Yay, ja. Endlich mal ein Satz, den du sogar zu Ende gesprochen hast. Sehr schön.
Ja, Leute, für mich hört sich das aber immer noch so an, als wäre das ein bisschen auf Stargate geklaut oder geliehen. Sagen wir einfach geliehen dazu, okay? Wir können die Kontrolle über jeden Verteidigungsgefechtsturm übernehmen. Sie werden uns kurzzeitig übernehmen, Kontrolle. Ja, dann übernehmen wir doch die Kontrolle dafür. Übernehmen wir Ziel. Tja, ihr braucht euch da gar nicht lang zu schleichen, ich sehe es trotzdem. Sieht aber schön aus, wie die schießen, die Teile. Pum, was ist jetzt kaputt gegangen? Ach so, ja, okay, wenn wir was übernommen haben, dann geht das nach kurzer Zeit kaputt. Gut, Leute, wie es mit der Legion-Mission weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bin Hello 1986, wir spielen Mass Effect 2. Bis dann, gleich.